Genau, da war die mit dem Vogel, oder? I just can't stop thinking about those owls. Ja, genau. I saw. Gut. Nara? Fancy, fancy city folk. But they do buy my pots. Okay. Bye now. Hatte die noch was zu... Nee, hatte sie nicht. Tür zu? Mhm. So, jetzt suchen wir doch mal den Vogel. Ich weiß nur nicht, also wegen dem Vogel, ja, wo der sein, also hier in der Gegend auf jeden Fall, aber wie der klingt und so weiter. Hm? Hm? Wie klingt der Vogel? Achso. What doth the fox say? Frag mal die Leute da vorne. Ich frag nicht die Leute da vorne. Na gut. Oh, ein Pilz. Boah, das sieht schon cool aus. Oh. Na du? Hallo? Alter, was für heftige Schultern der hat. Aber voll zutraulich. Ich kann sogar durch ihn durchgehen. Krass. So. Die Frage ist, Da, warte. Nee. Wir gehen jetzt erstmal nach Nava, würde ich sagen. So. Ja, ich glaube, wir werden mal mit den Disteln aufhören. Ich weiß ja auch gar nicht, wahrscheinlich braucht man die auch gar nicht. Und wenn man die ganze Zeit hier Disteln pflückt, dann wird hier irgendwas Schlimmes passieren oder so. Oder man wird verstoßen, weil man ganz viele Disteln im Rucksack hat. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann muss man neu starten. Weil man verbannt wurde. Uiuiui. Aber es sind halt Pflanzen, die man pflücken kann. So. Vielleicht kann ich da auch die zwei Bilder verkaufen, die ich noch habe. Also ich habe ja drei Bilder, aber das eine Bild ist ja von meiner Mutti. Hallo du. Need a lift? Nee. All right then. Würdest du mich tragen oder was? Lustig. Oh, schöne Blume. Pflanze. Na du? Ah, yes, a newcomer. May I see your reference letters, please? Empfehlung schreiben? I'm afraid if you're seeking passage into Narva, you'll need 3 reference letters from citizens of Eastshade, signed and sealed. Warum brauche ich den? It hasn't always been this way, but lately we've been getting more newcomers than usual. We don't want to be unwelcoming to new folk, but we are trying to have some measure of security. Will that be all then? Ja, also ist verständlich. Will that be all then? Ja, das ist alles. Stay safe now.
Oh. Sweet. Gut. Was ist da vorne? Was sieht mein Auge? Ist es, das sieht aus wie Eis. Also wir gehen bald in die Stadt zurück und holen uns das Empfehlungsschreiben. Ich glaube, wir haben genug also genug Freunde da, die uns das schreiben würden. Hoffe ich. Okay, wa wahrscheinlich braucht man da richtig viel Geld, dass man das machen kann. Ja, hallo? Brave traveler, I can see you have an adventurous spirit. I've got an excursion you're sure to love. Ein Ausflug in die Wolken. Righto, sharp as a knife you are. This here is the bursting bubble. It has the ability to take passengers all the way up to the mountain top. Die platzende Blase. The ride is sure to give you a burst of adrenaline. Das ist ein furchtbarer Name. Aber klingt aufregend. You think so? I wish more people had your spirit. Last person here said they'd never ride it with a name that sounded so dangerous. Er klingt auch ein bisschen gefährlich. What if I call it the sky drop? Das klingt toll. Anderer Name. Neverland? Ja. Niemands Land ist besser als nichts. Man kann noch mal zurück. Okay, dann noch. Curiosity Lift. Sky Drop. Nein. Curiosity Lift. Nein, der andere. Sky Drop. Ach so, ja, okay. Curiosity Ja, Lift. dann machen wir so, ja. Yeah, that's a perfect name. Much better. Thanks, friend. You know, when I invented this thing, I really thought it was going to revolutionize transportation. Imagine just flying right up to the tip top of the world. Seems like something everyone would want to do. But for some reason, folks just don't seem to understand the idea. They can't seem to picture a balloon carrying people in the sky. I've hardly been able to get anyone out here to see it in person. Anyhow, thanks for helping with the name, traveler. Seems to me that you're full of good ideas. So, das heißt, da werden wir auch mal in die Lüfte steigen und malen und es dann in der großen Stadt verkaufen, würde ich sagen. Ja, kann ich den? Ja. So. Jetzt wieder zurück. Warte, wo war das da? Genau. Da ist noch eine Hütte. Da können wir noch rein. Aber ich sehe schon. Also in 10 Stunden werde ich das Spiel nicht durchspielen können. Oder vielleicht schon, wenn ich. Warte, ist. Das sah gerade aus wie. Ah, jetzt hat. Die sahen aus wie Steine gerade. Darf ich mitspielen? Ich mache euch platt. Ja, wahrscheinlich deswegen nicht. So, hey. Why, hello, friend! Glorious day, wouldn't you say? What an incredible day to be alive! Rui, der ist gut drauf. Du wirkst sehr glücklich. I see you're a traveler, swept in from some distant land. How enchanting! Ah, marvelous place, Eastshade. The only trouble is, traveler, the little mice. Die was? The little mice. You see, they've taken a liking to my garden. Not sure how they eat so much when I'm not looking. Must be bigger than I think. I'm standing guard, but it's not working. Somehow they're getting past me. Must be while I'm sleeping. Not that I mind, really. I'm glad they have a proper meal. But how I dream of cooking up a proper stew. Vegetable, of course. Can't have a good stew without an assortment of the finest crops, eh? Ja, klingt sehr gut. Tell you what, bring me 7 sticks so I can finish my fence.
That just may do the trick against these crafty carrot eaters. Of course, I never let a friend journey on without a few glowstones to pad their pocket. How's 10 sound? Ja, klingt super. Ich hab aber schon 7. Oh, isn't that perfect? I knew it was a good thing we met, traveler. Of course, I appreciate your help. Nothing wrong with running around picking up sticks, just don't forget to get lost once in a while, eh? And look around you, smell the roses. Ich nehme mir gerne meine Zeit. Was? Wieso meine Zeit? Ich sollte öfters drauf achten. Ja. Oh, listen to me. I sound like an old timer. Ja, Bob Ross is with you. Refreshing to hear someone say it other than myself. I'm sure the polite nature of Eastshade folk has a reputation far and wide. No chance someone would wrong another. Anyhow, thanks for getting these sticks for me. It's a full-time job standing guard. Why don't you come back in a day's time? That'll give me time to patch up this fence and see how it does against the little mice. See you soon. Ja, gerne. So, habe ich den jetzt aber ja. Ich habe ihnen jetzt einfach die Stöcke geschenkt. Don't worry. I'll have this fence patched up by tonight. Then we'll see who the king of the carrots is. See you soon. So. Und es wird schon wieder dunkel. Alter. Kann ich bei dir im Haus sein? Ja. Ups. Hey du. Hi there, stranger. Come on in. Care for some tea? Or maybe a mead? Oh, ein Tee wäre wunderbar. Here you are, then. Nothing like a refreshing cup. I don't think I've seen your face before. Are you from out west? Ich hätte Mead nehmen sollen. Ich dachte, wir trinken jetzt einfach und ich bekomme das nicht. Nein, das ist nur die Sonnenfinsternis und Mittagszeit. ich bin nicht aus Eastshade. Ah, okay. I thought you might be from out west. I haven't met many Westerners. I was born and raised in Narva. I really wish more Westerners would come through this way. I really want to ask them about the drumming. Okay, just have you heard the drums at night? Nope. I was just a child the first time I heard the drumming out in the Blushwoods. My best friend and I used to play out here a lot. We even found a drum once. Wish I could look at that thing, but it seems to have disappeared. Ever since I moved out here, I've only heard the drumming late in the night. Some nights I hear it, others I don't. Doesn't seem to be any pattern. I like the music. It's captivating. In fact, it's almost bewitching. But I've always been bewildered as to its source. I figure it must be some westernly folk thing. Maybe the farmers from the Teethmore Bluffs throw parties in the Blushwood? Nobody in Narva seems to know anything about it. Hmm. Interesting. That's where I grew up. My best friend and I spent a lot of time out here, though, running through the Blushwoods. There was an old shack right in this very spot that we used as our hideout. Wasn't much more than a pile of boards back then, but I purchased the land and fixed it up. My son Finn brought his family out here too. He always loved trees more than the bricks of the city. And I've got 5 beautiful grandchildren. Things couldn't be better. Oh, schön. Sehr schön. Gut, habt ihr zufällig Plankets hier? Ich schau mal kurz hier rein. Gut, es ist vielleicht dunkel hier. Hier ist Wachs. Alter, wie dunkel. die sieht so voll ein bisschen bekifft aus.
Oh Gott. Sie schläft gleich ein. Komm, schlaf ein. Nö. So. Warte mal. Blütenbeutel Floß, genau. Zugang zu Nava, der Luftballon. Die kleinen Mäuse. Ich soll morgen nochmal vorbeischauen. Trommeln in der Nacht. Trommeln in Rotforst. Okay. So, dann lesen wir mal. Oder an den Rotforst. Oh, Rotforst, sanfte Pfade. Oh Gott. Wir wanderten die Herzen auf. Muss ich das lesen? In Wanken. Nee, ich lese das nicht. Das ist. Warte. Na gut, ich lese. Ihre Wangen glühend wie die Fichtenwipfel, sang wie ein Lied voll rosiger Liebe. Warte mal. Wie reimt sich das? Warte mal. Offen, Pfade. Lied, Liebe. Ja, egal. Ein Hörnchen hört unsere Melodie und kommt uns einzustimmen. Oh kleiner Freund, komm und sing mit. Wir tanzen, wir trällern die ganze Nacht. Doch von den Ast regnen die Nüsse, nur Nüsse. Es hat uns nur verstummen wollen. Was? Ups. Interessant. Interesting. Nee, die glaube ich nicht vor den Augen. Gut. So. Was ist das denn? Ach, zum Spielen. Oder nicht? Kann ich da nicht dagegen bumpeln? Ah, doch. Okay. Ach, man kann das sogar so machen. Sehr schön. Gut, ein Stöckchen. Dann ist es ist ja ganz gut, dass ich Stöckchen gesammelt habe. Flup, flup, flup. Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Na schön. Da komme ich wieder nach Nava zurück. Ich will aber jetzt mal den Vogel suchen. Die Frage ist, was mache ich dann? Also, was mache ich dann, wenn ich den Vogel gefunden habe? Soll ich den malen oder was? Nee. Vielleicht schon. Das ist auch ein cooler Stein hier. Oder Fels. So. Kann ich mit denen reden? Zum Glück ist das alles hier in-game, weil ich also in real life würde ich die nie ansprechen. Da steht es, du hast eine Aufgabe, da steht es, glaube ich, drin. Okay. It comes. Tschüss. It comes. Okay, ciao. Nee, was kommt? It may be the fiercest East Shade has seen in 100 years. The signs are all around us. You must find shelter. Oh. Death. It is death. Just ignore him. I must go. He says that every time. Be it rains. Safe, Stop traveler. Scaring the tourists, Grandpa. Entschuldigung, ich hab dich abgebrochen. It comes. Und es regnet. Sehr schön. Gut, es kommt. Und dann fängt es an zu regnen. Regnen. Ah, genau. Aufgaben. Ein seltener Vogel. Züchtling des großen Baumes. Hat besonderes Interesse an einem Vogel mit besonderen Ruf.
Schon, gell? Sie will ein Bild, ja. Aber dafür brauche ich Blanken. Oh, ein Ast. Tut mir der Regen was nicht, oder? Das wäre ja katastrophal, wenn irgendwie der Regen irgendwas machen würde. Und noch ein Ästchen. Es regnet gerade, ne? Warte, ich spende dir mal ein bisschen. Nee, ich kann dir nichts spenden, okay. Oh, voll das alte Rad. Süß. Aber wie will sie mit diesem Rad hier rumfahren? Das geht doch gar nicht. Okay. Und noch ein Ast. So, dann wollen wir mal. Zu viel Death Stranding geschaut. Nicht unbedingt. Achso. Ja, ja, Entschuldigung, dass ich dich angesprochen habe. Ich will da hoch. Beweg dich nicht. Ich dachte, du gehst gerade wieder vorbei. Aber bei Regen kann ich die doch nicht malen, oder? Die bleibt doch jetzt da für immer stehen, ne? Na gut, dann übermale ich. Nee, aber ich kann doch nichts übermalen. Die sehen doch beide so cool aus. Wobei, eigentlich das da könnte ich übermalen. Also das da werde ich nicht übermalen. Also die Geschichte von dem Bild ist schon am geilsten. So mit dem Angler, mit dem Fischer, den wir da ein bisschen unterbrochen haben. Das können wir auch nicht übermalen. Nee. Für eine Leinwand brauche ich zwei Planken, gell? Hm. Ja, gerade beim Regen ist es ja eh kacke zu malen. Also da verläuft ja alles. Gut. Also, Sarah, ich gehe wieder vorbei. Aber jetzt weiß ich ja, wo es ist. Da oben war, glaube ich, auch nichts. Oh, Eier. Ja, doch, da oben sind wir vorhin vorbeigegangen. Oder also. Ja, mache ich auch, wenn die Sonne wieder da ist, ja. Genau. Da sind wir ja letzten Montag vorbeigegangen. Um unseren besten Kumpel, den Sänger, zu finden. Und da sind wir, glaube ich, nicht reingegangen. Guten Tag, Sir. Nee, sind wir nicht. Oh, Feuer. Na du. Welcome to the Kestrel's Eyrie, providing a warm bed for travelers and tourists for just 2 glowstones a night. Are you in need of a room tonight? No. You might have met my old friend Nika. She runs the inn over there. Oh. We used to get into a lot of trouble together. Hmm. It's a shiny kind of place. You heading there now? No. Doch, Zimmer. Soll ich das Zimmer nehmen? Aber dann habe ich gar keinen Schimmerstein mehr. Ich mag doch die Schimmersteine. Nee. I heard there's an art supplies store.
Seems like something you might like. Ja, also das brauche ich dringend. Wieso soll ich mir ein... So. Okay. All right then. It's just up the stairs, second door on the right. Gut. Dann machen wir das so. Second door. Kann ich da rein? Ah, hi. By trade, I am a cartographer, but unfortunately, my productivity is down at the moment. I have run out of ink. It'll be a while before my shipment comes in. You're new around here, right? I'll bet you could use a map of Eastshade. Das wäre nützlich. If you'd like one, I have an extra print here I can give you. But in exchange, I'm wondering if there's something you can do for me. As I mentioned, I'm running low on ink. If you find me 4 inky cap mushrooms, vier. I'll give it to you. Krass. Okay, ich habe anscheinend das Zimmer für immer. Das ist ja geil. Tintling geben. Great. I've just put the final touches on your map. I hope it serves you well. Yeah. See you. Jetzt habe ich eine Map. Ah, ist das cool. Aber die versinkt gerade im Deckengewölbe. Warte. Ich mach's mal hier. Aha. Oh Gott. Oh Gott. Sarah, wie hast du das in 10 Stunden geschafft? Ah, da ist Lindo. Okay. Annikas Haus. Mittlerer Turm. Genau, da ist der Fesselballon. Ah, da ist Rotforst. Ah, ja geil. Okay. Gut, warte, ich mach mal kurz die Tür zu, Tür zu. Die nehme ich mit, die nehme ich mit. Und da, es ist 16 Uhr. Gut, da würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Ich würde mal wieder sagen, so 5 Minuten. Und alle holen sich was zu trinken, gehen aufs Klo und so weiter. Dann, warte, Pause Nummer 7. Okay, bis dann.